Guten Tag, Frau Braune. Guten Tag. Es freut mich ganz, ganz herzlich, dass ich Sie hier bei agentin.net begrüßen darf zu einem Interview. Ich freue mich auch sehr. Sehr spannend. Meine Kinder auch machen. Ist ja was Besonderes. Ja, wir versuchen die 60er Jahre zu imitieren. Frauen, die ein bisschen spionieren und Kunst erforschen oder Kunstschaffende suchen und interviewen. Habe ich jetzt versucht anzupassen? Es war eher aus den 20ern, glaube ich. Aber sieht hervorragend aus. Sieht hervorragend aus, wirklich. Ich wollte Sie fragen, Sie haben doch eine schon recht große Karriere im Film gemacht und ich wollte Sie eigentlich fragen, richtig lesen und verstehen konnte, also so mit 20 fing das an,
Aber ich habe mich nie weiter darum gekümmert. Ich habe halt immer mitbekommen, wenn er erzählt hat, er hat die Schwierigkeiten und wie er den da bearbeitet hat und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich habe ich mit Film wirklich nichts zu tun. Das liegt auch daran, wir sind vier Geschwister, dass mein Vater einfach so ein Servant-Mann ist. Also es zählen wirklich nur zwei Meinungen sein und die falsche. Und es ist sehr schwer, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Mhm. Also war mein Zug im Prinzip die Eintrittskarte zum Film. Und da habe ich dann auch wirklich gemerkt, wie extrem leidenschaftlich ich doch mit dem Thema verbunden bin. Und ich liebe Filme und ich wollte es einfach nicht machen, weil ich mich durch meinen Vater diese ganze Schattenproblematik nicht dazu berufen fühlte. Aber in dem Moment, als er gesagt hat, du kannst nicht alles das verfallen lassen, was ich aufgebaut habe, er mich als Buchwart und nicht ich ihn gewesen habe, dachte ich, okay, das ist ein super Einstieg. Ist auch alles toll, ich freue mich auch wahnsinnig bisher, was wir machen konnten. Aber ich bin auch mal Mutter von zwei Kindern und das in erster Linie und das mit voller Leidenschaft. Ich habe eine jetzt kennengelernt, bei 15. Ich würde mich selbst als schlimmste Clubmutter bezeichnen. Das heißt, das, was ich eigentlich schon hätte machen wollen im Filmgeschäft, konnte ich noch gar nicht umsetzen. Also, ich weiß nicht, in der Quantität, wer es gar nicht gesehen hatte, weil ich eben noch Mutter bin und weil es sowieso schon schwer geworden ist, diesen Haifischbecken zu überleben. Als Frau, als Mutter, als Tochter von jemandem, der das Geschäft wahnsinnig mitgeprägt hat, war schon schwer genug die Herausforderung. Und daher finde ich, bin ich schon sehr glücklich über das, was gekommen ist, aber hätte ganz gerne noch viel mehr gemacht. Und was finden Sie am schwierigsten, diese Mutterrolle mit diesem Filmbusiness zu vereinen? Wo? Na, zeitlich, es geht ja. Also ich müsste eigentlich, genau wie alle anderen Produzenten, bei der kommen kann sein. Ich müsste beim Festival in Venedig sein, wenn man da Kontakte zu Co-Produzenten knüpft, die dringend notwendig sind, weil ich meine, dass Film heute fast allein, was gar nicht mehr möglich ist, eine Teamplayer-Geschichte ist, gerade wenn Sie wollen, dass es auch international erfolgreiche Projekte sind. Und daher sollte ich schon deutlich mehr unterwegs sein. Aber da sind mir wirklich meine Kinder zu wichtig oder mein Familienleben an sich zu wichtig, als dass ich das aufs Spiel setzen würde. Ich habe die nicht mehr so lange in dem Alter, also 19, 18. Und dann kann ich mich der ganzen Geschichte auch nochmal ganz anders widmen. Ich bin aber auch nicht so ein extrem eitler Karrieremensch. Ich möchte die Dinge realisieren, die mir wahnsinnig am Herzen liegen, die mir Freude machen, die nicht unbedingt zum großen Verlust beitragen, sondern eben auch vielleicht mal zu gewinnen. Aber ich bin jetzt keine Getriebene, die 17 Filme mehr produzieren muss. Für mich ist ein Film wie ein eigenes Baby immer und wie ein Juwel. Und ich möchte von Anfang bis Ende immer dabei sein, auch am Set und wirklich alles mit begleiten und immer Ansprechpartner sein. Viele Produzenten heute machen ja wirklich 3, 4, 5 Produktionen parallel und können sich dann der eine oder andere nicht so widmen. Und für mich ist Film etwas ganz Besonderes, eine ganz besondere Ausdrucksform für Kunst und auch Kultur, auch wenn wir noch für Unterhaltung. Und ich möchte ja wirklich diesen Prozess von Anfang bis Ende beiwohnen, ja, und nicht irgendwie wie Sachen wie ein Fließband produzieren und es als Gelddruckmaschine zu sehen. Das ist überhaupt nicht meine Art und Weise. Kann ich aber auch nur so machen, muss ich sagen, weil ich in einer sehr luxuriösen Situation bin, wie dem von unserem Lizenzfilm, von dem Film, den mein Vater in den letzten 6 Jahrzehnten gemacht hat. Und die werden halt immer wieder verkauft, ins deutsche Fernsehen, ins Schweizer Fernsehen, ja auch weltweit. Und das ermöglicht uns eine sozusagen ein komfortables Polster, um eben auch aktuelle Produktionen stellen zu können, anders als viele andere kleine oder unabhängige Produzenten. Aber das finde ich schön, dass Sie das dann diese Position auch nutzen, um wirklich die Dinge zu produzieren, die Ihnen auch wirklich wichtig sind. Ja, also gut, niemand hat was gegen eine 6 Millionen Zuschauerkomödie Alain Schweiger im Kino. Bis jetzt habe ich noch kein Drehbuch gesehen oder gefunden oder gelesen, was dementsprechend umgesetzt werden könnte, damit man von so einem Erfolg ausgehen kann, habe ich noch nicht. Aber richtig, was mir politisch wichtig ist oder was auch letztendlich in der Tradition der Firma meines Vaters steht, die er in den letzten Jahren gemacht hat, nämlich die zu bedenken an die Opfer des Holocaust, die möchte ich auch hin und wieder nicht nur, aber eben alle paar Jahre unbedingt auch machen. Das ist natürlich auch anders, aber möchte ich machen, weil wir gerade in meinem letzten Film Wunderkinder gesehen haben. Ich habe gedacht, wie viele andere auch, dass viele des Themas unterdrückt sind. Aber wir haben gesehen, als wir weltweit auf den Jugendfestivals waren, wie sehr der Film angekommen ist. Wir haben so viele Preise gewonnen von jugendlichen Jurys, also von Jugendjurys im Alter 13 Jahre plus bis 18. Da ist noch immer ein massives Interesse. Das kommt nur noch an, wie man den Film macht und wie man ihn umsetzt. Und bei Wunderkinder hatte ich einen eklatanten Streit mit meinem Vater darüber, wie diese Geschichte umgesetzt werden soll. Denn ich wollte sie komplett gewaltfrei erzählen, also so gewaltfrei wie möglich. Der sollte psychologisch einen sozusagen in sein Bann ziehen. Aber mein Vater, der
erlebt hat, hat er diese grausamen Bilder vor Augen gehabt und jede Nacht immer wieder und immer wieder gesagt, nein, wir müssen muss man sagen, Kinder erschossen wurden, die Kinder gequält wurden, wie ich das erlebt habe. Meinte ich, das ist nicht die Art und Weise, wie wir heute Filme erzählen müssen. Dazu gibt es Django Unchained und Pulp Fiction und ich weiß nicht was alles. Oder Glorious Bastards. Ich möchte es gewaltfrei erzählen und trotzdem emotional berühren. Ja, also es ist mir schon sehr, sehr wichtig. Wobei ich auch merke, es gibt auch andere sehr wichtige Themen, die man vielleicht in sowas einarbeiten kann. Also es muss jetzt nicht mehr monothematisch ein Holocaust sein. Also wir bereiten jetzt einen Kinofilm vor. Da gibt es zwei traumatische oder traumatisierte Persönlichkeiten. Zwei Antihelden. Eine Frau, die Holocaust überlebt hat, und ein 29-jähriger Junge, der Multiple Sklerose hat. Und ich finde, es muss nicht mehr nur um den Holocaust gehen. Man kann auch Leiden, andere Leiden aufzeigen, um Menschen zu sensibilisieren für bestimmte Themen. Seien sie politischer Natur, seien sie auch sozial-menschlicher Natur. Ja. Und das ist schon ein großes Anliegen von mir schon mal gewesen. Also, wenn das sich ermöglichen lässt, ohne dass wir, sage ich jetzt mal, ohne dass es in die Pleite führt, dann würde ich das gerne so weitermachen. Sie haben meine Unterstützung. Ah, Dankeschön. Danke. Dann, wir hatten es gerade von Ihrem Vater und dass er die Dinge ganz anders sieht als Sie. Wie haben Sie das erlebt, als er diese großen Filme in den 60er Jahren gemacht hat und wie denken Sie heute darüber? Ja, ich war noch nicht ganz auf der Welt. Ich bin ja dann erst sozusagen in der zweiten Hälfte der 60er Jahre geboren worden. Ich erinnere mich an eine Glanzzeit, auch als ich klein war. Ich erinnere mich an ein volles Haus. Viele Premieren, die bei uns zu Hause begangen worden sind. Ich erinnere mich daran, dass ich wirklich fast alle Schauspieler kennengelernt habe. Lex Barker, Pierre Brice und Robbie Schneider natürlich, die letzten Filme uns gedreht hat. Das war schon ein ganz besonderes, ein sehr privilegiertes, als künstlerisch privilegiertes Aufwachsen, weil man wirklich mit all diesen hochsensiblen, teilweise hochneurotischen Menschen in Berührung gekommen ist und ich habe einen ganz anderen Umgang dadurch gelernt, ja, mit Prominenten. Also einerseits war das ganz toll, sehr spannend für mich, andererseits verehre ich gerade auch meine Mutter sehr und habe eine kleines Kindheitstrauma mitgenommen, das mich bis heute verfolgt. Und das sind junge Schauspielerinnen, die sich immer wieder an meinen Vater angemacht haben, um eine Rolle zu bekommen. Das verfolgt mich bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Vater wird in diesem Jahr 95 und trotzdem gibt es 24, 25, 28, 30-jährige Schauspielerinnen, die sich nicht scheuen, auch in Anwesenheit meiner Mutter oder meiner Geschwister und mir auf die vulgärste Art und Weise zu versuchen, sich ihnen zu nähern. Das ist sozusagen die Kehrseite, die ich als Tochter daraus gezogen habe. Meine Mutter interessiert das gar nicht, die ist ja ganz anders geboren als ich. Die führen ja seit 66 Jahren eine sehr glückliche Ehe und meine Mutter ist eine sehr starke Persönlichkeit und sagt immer, ja, mein Vorteil ist, dass alle immer was von ihm wollten und bei mir wusste er, weiß er, dass ich ihn wirklich aus dem Innersten heraus liebe und gar nichts von ihm will. Ja, sehr umgekehrt, er will ständig was von mir. Ich muss ihm die Haare schneiden, ich muss ihm die Nägel schneiden, ich muss ihm Essen kochen, er will immer was von mir, er braucht meinen Rat. Bei Vertragsunterschrift muss ich dabei sein, wenn ich immer für die friedliche Seite sorge. Aber für mich als Tochter war das, und es ist bis heute sehr schwierig, damit umzugehen. Also es war sehr glanzvoll, das alles mitzuerleben, bis heute. Also, mein Vater fährt nach wie vor sehr viel Ehre. Er hat hier in Berlin auf dem Boulevard der Stars, der angelehnt ist, an dem in Hollywood den ersten Stern bekommen. Sehr viel Ehre, sehr viel verdiente Ehre, in jedem Falle. Aber für mich, sag ich mal, als Tochter ganz privat eben das Problem, dass ich also mit bestimmten Vorgehensweisen von Schauspielerinnen und auch Schauspielern einfach nicht leben kann. Ich hasse jede Form von Heuchelei. Und das ist eine Form von Heuchelei. Sag gerade raus, du willst eine Rolle, sag gerade raus, dass du das und nicht dieses Anbiedern um es dann zu bekommen. Ja, so klassische, in Anführungszeichen, Couch-Prinzip, ja, was er da wahrscheinlich ist, weil das nicht bekommt. Aber so diese Art ist es halt. Das war schon für mich. Oder bis heute ist es für mich schwierig und deshalb schätze ich es viel mehr, wenn eine Schauspielerin zu mir kommt und sagt, Alice, pass mal auf, also ich kenne dich jetzt so lange, besetzt mich mal und ich dann sagen kann, wenn ich was sage, mache ich es, aber du bist eben für die und die und die Projekte, die ich mache, nicht passen. Das schätze ich viel mehr, als wenn ich sage, Alice, du bist so süß und so nett und so toll und bla bla. Also das verstehe ich überhaupt nicht, warum das ist eine Problematik, diese ganze Filmbusiness auch schon früher, auch zu Zeiten, als mein Vater sehr erfolgreich war, die dieses Business mit sich bringt, das ist ein Höchstmaß an Heuchelei, an Eitelkeit, an Unbescheidenheit. Das ist mir echt zuwider. Das habe ich auch in meinem Elternhaus gelernt. Mein Vater, egal wie erfolgreich er war, auch in den 60er Jahren, er ist immer bescheiden geblieben, er ist immer auf dem Boden geblieben, er ist immer Mensch geblieben und hat keinen Höhenflug bekommen, so wie viele andere auch, die dann eben sehr tief
so unterhaltsam. Ich meine, man muss doch nicht immer einen Oscar über einen Film oder sag ich jetzt mal ein Höchstmaß an ernsten Themen aufarbeiten. Er hat eben gerade nach dem Krieg Unterhaltungsfilme machen wollen, um die Leute auf gute Gedanken zu bringen, um die Leute zum Lachen zu bringen, um die Leute den Krieg vergessen zu lassen. Hat andererseits, wenn er mit dem Unterhaltungsfilm Geld verdient hat, alle paar Jahre auch wieder einen Film für die Opfer, zum Gedenken an die Opfer des Holocaust gemacht. Die große Ehre, die ihm hierbei zuteil geworden ist, anders als bei den 50er, 60er Jahren, finde ich für total verkannt hatte, weil ich sie auch meinen Söhnen gezeigt habe und die sich mit 12 heute noch darüber totgelacht haben, was ein Klassikermerkmal ist, wenn sich etwas so lange hält. Und die große Ehre, die mit dem Holocaust-Film zuteil geworden ist, ist, dass sie heute weltweit in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem sehen können. Da gibt es eine Art Honorecke im Jüdischen Museum hier in Berlin und das Goethe-Institut zeigt sie weltweit. Und das heißt, die Filme werden weit über das Leben meines Vaters hinaus weiter Bestand haben, weltweit zu sehen sein und viele Menschen zum Nachdenken anregen. Nichtsdestotrotz liebe ich auch die Filme aus den 50er und 60er Jahren und oft abends, wenn ich irgendwie zu überarbeitet bin oder deprimiert bin, weil irgendwas nicht so gut gelaufen ist, dann gucke ich mir die Musik an oder dann gucke ich mir Café Oriental an mit Bruder Herr und dann singt sich für keine Spirale, ich liebe einen alten Mann. Ich lache mich tot, ich habe mich wirklich heute noch drüber. Ich liebe diesen Humor. Ne? Das ist einfach sehr schön, weil es ist wirklich so schwierig als Mensch sein kann, so sehr bewundere ich glaube sein Lebenswerk und nicht nur, was alles aufgebaut hat, sondern auch wirklich der Inhalt, die Umsetzung, the production value vieler seiner Filme oder auch große Klassiker wie die Nibelung. Ich meine, man sieht das hier im Raum, hier hängt Filmplakat, das muss nicht makaber sein, das sind ganz, ganz große Klassiker dabei, die selbst als sie wieder verfilmt worden sind, wie das geschah am heiligen Tag von Eichenberg oder so, niemals an die Qualität rangekommen sind, die mein Vatersfilm mit Gerd Fröbe und Heinz Rühmann hatte. Niemals, ja. Also so gesehen ist er in der Hinsicht schon ein großes Genie und das betrifft nicht nur die ernsten Filme, sondern auch wirklich die Unterhaltungs- und Musikfilme. Und ich habe mir in den letzten 14 Monaten neben alle anderen mit zur Aufgabe gemacht, den ersten umfassenden CCC-Werkkatalog zu erstellen mit Fotos aus den 40er, 50er, 60er, 70er, 80er Jahren bis heute. Die haben weltweit gesucht. Alle Filme, drei Filme gibt es in letzter Zeit auf Deutsch und auf Englisch, dann Main Cast und Main Star. Und ja, ich hoffe, dass jetzt im April wird der Katalog erscheinen. Wir verkaufen wieder mal Musik, vielleicht hat Filmliebhaber, weil ich habe Musikliebhaber oder Filmliebhaber. Wir wollen das jetzt nicht über Amazon vermarkten, das ist nämlich wirklich, das ist auch so ein kleines Jubiläum. So viel Arbeit, 14 Monate mit meinen Mitarbeitern zusammen. Ein ganz toller Katalog in Farbe und es ist ihm gewidmet, also wirklich der erste umfassende Katalog und er hat den dann 72 Filme produziert und wir machen ja weiter. Ja, also das heißt, das ist so eine kleine Lasche für die weiteren Fortsetzungen, die man dann immer so schön reinschicken kann. Und bei uns geht noch Jahrzehnte lang schon weiter. Schön, sehr schön. Sie haben es schon erwähnt, Sie haben sehr, oder auch Ihr Vater haben öfter mal immer wieder einen Film zur Erinnerung, zur Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkriegs gemacht. Ich möchte Sie da fragen, diese Filme, also ich persönlich finde das eine ganz wichtige Arbeit, auch für Deutschland, für die ganze Welt, weil es war schlussendlich ein Weltkrieg, aber auch für Deutschland, weil Deutschland, ich merke, dass es bis heute auch die dritte Generation sich durch den Schulunterricht, wie auch das, was man halt erzählt bekommt, nach wie vor schuldig fühlt. Wie denken Sie darüber? Also, dass Sie sich schuldig fühlen, wäre völlig falsch. Gar keine Frage, weil Sie ja tatsächlich nichts unmittelbar damit zu tun hatten. Ich merke nur, dass man in den letzten 20 Jahren derart viele Dokumentarfilme darüber gezeigt hat, Artikel darüber geschrieben. Fiktionale Filme darüber gemacht hat, dass sich doch eine Zeit lang jetzt in Deutschland eine gewisse Überdrüssigkeit breit gemacht hat. Also selbst bei mir, ich habe gesagt, oh Gott, jetzt die Studierenden filmen darüber, ich weiß doch schon alles. Also man weiß man nie alles, es gibt noch so viel, was man nicht weiß. Aber Umfragen haben auch gezeigt, dass 25% der Jugendlichen zwischen 14 und 29 nicht so mit dem Begriff Auschwitz anfangen können. Das ist dramatisch, das habe ich mal im Stern gelesen. Das ist dramatisch. Insofern denke ich, dass die dritte Generation sich unter keinem Umstand schuldig fühlen sollte, aber sich trotzdem weiterhin mit dieser Geschichte befassen sollte, weil das ist jetzt, das ist so abstrakt, das ist 60, 65 Jahre, 70 Jahre her und es sind 6 Millionen, das ist eine Zahl, die so abstrakt ist, aber wenn man mal die Kinder
wenn man ein normal emotionaler Mensch ist oder auch normal emotionaler Jugendlicher, was kann der Junge das nicht mehr für, dass er jetzt mal, dass er schwarz ist, braun, Jude oder sonst irgendwas, oder gelb oder sonst irgendwas, was kann der dafür? Das kann ich doch nicht zulassen, dass sowas passiert. Und diese Filme fördern Toleranz, hoffe ich. Und deshalb ist es echt wichtig, dass man unter keinen Umständen mit dem Zeigefinger bleibt und sagt, Mensch, erinnert euch mal, was eure Eltern und Großeltern und Urgroßeltern gemacht haben, sondern dass man einfach sensibilisiert und sagt, stellt euch mal vor, ihr merkt eins von diesen, ihr hättet jetzt nicht das Glück, Deutsche zu sein, Christen zu sein, Katholiken zu sein, sondern ihr merkt eins von Kindern gewesen. So wie ich mich manchmal frage, was hätte ich gemacht, wenn ich nicht Jüdin, sondern Deutsche gewesen wäre. Um meine Familie zu retten, wäre ich ja Mutter gewesen. Ich kann mich vorstellen, dass ich denunziert hätte oder aktiv daran teilgenommen hätte am Vernichtungsprozess. Aber ich finde, jeder sollte sich die Frage stellen, mein Gott, also ich habe das Glück gehabt, nicht jüdisch zu sein und die Gnade der späten Geburt, was wäre, wenn ich eins der Kinder gewesen wäre. Ja? Und wenn man das von der Perspektive mit der Brille auf betrachtet, dann geht man vielleicht wirklich auch anders mit der Thematik um. Was mich in Deutschland wahnsinnig stört, also eigentlich gehört ich mal zu den tolerantesten Deutschen, ich sage mal Berlinerin, ich liebe meine Heimat total, oder meine Stadt auf jeden Fall. Aber was ich wahnsinnig erschreckend finde, ist, dass mein Vater hat immer gesagt, Deutschland wird nach der Wende immer rechter. Und ich habe gesagt, wie blöd sind du mit deiner Hysterie und so weiter. Wenn ich sehe, was trotz aller Aufklärung dieses Land in den letzten paar Jahren regelrecht vergeigt hat, durch die NSU, also durch das Nichterkennen des nationalsozialistischen Untergrunds, durch die Vernichtung der Akten, die damit im Zusammenhang stehen, durch das Fehlbeurteilen einer ganzen radikalen Entwicklung im rechten Spektrum, kann ich so sagen, können wir nicht genug Filme darüber machen, können wir nicht genug thematisieren, weil offensichtlich ist hier nach wie vor, soll ich sagen, diesen dunklen Spruch auf dem rechten Auge scheint viele in Deutschland nach wie vor drin zu sein. Und ich weiß nicht, wie viel man noch wartet, aber offensichtlich muss man noch eine ganze Menge machen. Aber das bedeutet, dass eigentlich das Bewusstsein dafür nicht wirklich erschaffen wird. Also dass da naja, also das ist das Bewusstsein. Ich meine, wollen wir ganz ehrlich sein, in den letzten 20 Jahren sind natürlich auch, und jetzt wird das Thema so ernst, dass wir jetzt mal von der Schule weggehen, in den letzten 20 Jahren ist natürlich auch, hat sich Deutschland unheimlich verändert, wir haben viel Einwanderung gefahren. Viele Menschen mit Migrationshintergrund haben einfach keine Perspektive oder schlechte Perspektiven, können die Sprache nicht. Es gibt allerdings in Berlin auch sehr viele, die überhaupt nichts mit Migration zu tun haben und trotzdem sehr schlechte Chancen haben. Berlin hat 70% Arbeitslosigkeit. Das ist da, vor allem auch durch die Kriminalität in dieser Stadt, dass es da zu Hass oder zu Rassismus kommt. Ja? Das ist irgendwie. Ja, verständlich ist vielleicht das falsche Wort. Also man kann es verstehen, obwohl man selbst ablehnt und hasst. Aber ich würde sagen, dass die deutsche Politik unheimliche Fehler bei der Integration gemacht hat. Und da schon versäumt worden ist, auf das Thema einzugehen. Und dass jetzt, was wir jetzt haben, diese rechten Bewegungen oder auch terroristischen rechten Bewegungen, eine Antwort auf das sind, was jetzt schiefgekommen ist beim Thema Integration. Und ob das jetzt irgendwie mit Hilfe von Filmen oder aufmerksam machen durch Dokumentation oder Artikel, die in der Zeitung geschrieben werden oder im Internet geschrieben werden, ob sich dadurch jetzt noch was ändern lässt, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein riesen Fehler bei der Assimilierung oder Eingliederung türkischer Familien, griechischer Familien, italienischer Familien, arabischer Familien in Deutschland gemacht worden ist. Also, und die 16, 17, 18-Jährige, ich verstehe den Frust komplett. Die leiden derart unter Zukunftsangst und Perspektivlosigkeit, dass vielen gar nicht sonst übrig bleibt, als auf der Straße rumzuwandern und dann irgendwie kriminell zu werden. Und die kann man gar nicht dafür hassen oder verurteilen. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Fehler, der in der gesamten Bundesrepublik, in Gesamtdeutschland gemacht worden ist. Und ich wüsste nicht, wie man dem wieder Herr werden soll. Ich weiß gar nicht, ob diese ganzen Rechten aus so ein geschlossenes politisches Weltbild haben, nach wie vor nicht, oder ob viele einfach auch aus Frust mittlerweile sind, weil auch sie keine Perspektive in ihrem Leben sehen, oder weil ihnen Kriminelles widerfahren ist, weiß nicht, Autoeinbrüche oder sonst was, oder Schlägereien, oder hier oder da, und sie sich einfach damit zu wehren versuchen.
Ja, da kommt hinzu, dass viele der rechten Jugendlichen sich aufgefangen fühlen, weil die Familien zerbrochen sind, in denen sie aufgewachsen sind. Sie, weiß nicht, in Zuständen aufwachsen bei alkoholisierten Eltern oder so. Ich will das überhaupt nicht entschuldigen, aber ich bin auch immer ein Mensch, wie schon anfangs gesagt, der gerne recherchiert und gerne versteht, warum ist etwas überhaupt dazu gekommen. Und also ich kann nicht nur verurteilen, ich muss auch dahinter gucken, ja. Das wird man mir wieder vorwerfen, ja, wenn ein Mörder einen Mord begeht, weil er als Kind auch geschlagen, gefoltert, von seinem Vater vergewaltigt wurde, darf man es trotzdem nicht rechtfertigen? Nein, rechtfertigen darf man es gar nicht, man muss es verstehen. Und wenn ich es nicht verstehe, kann ich dagegen vorgehen. Es reicht ja nicht, dagegen zu polemisieren. Ich muss ja irgendwie mal sehen, wo ist die Wurzel all des Übels, ja. Und da sehe ich ein bisschen wirklich, wirklich schwarz, was hier passiert ist, weil ich nicht weiß, wie man das wieder aufmachen kann. Ich weiß nicht, wie man diesen ganzen jungen Menschen, seien sie aus dem Osten Deutschlands, seien sie hier aus Berlin, wo so viel Arbeitslosigkeit ist, seien sie eingewanderte junge Menschen aus allen Nationalitäten, ich weiß nicht, wie man diese Generation, die jetzt 15, 16, 17, 18, 19, 20 ist, wie man die aufnimmt, wie man den Möglichkeiten anbieten will. Das muss man auch machen. Sonst, also da können wir nichts mehr mit Kunst, Kultur, Film und so weiter erreichen. Also das ist echt ein politisches Problem, was angegangen werden muss. Und wie gesagt, also ich bin schwul, das ist etwas, was ich sehr gerne thematisieren würde, auch in meiner Fernsehserie, so ein bisschen wie Homeland, ich bin schon erschüttert, wie die Politik hier ein zweites Mal brutal versagt hat, indem sie A, die nationalsozialistische Untergrundorganisation nicht festgestellt hat, B, auch noch den Familien der Opfer unterstellt hat, es handelt sich um Bandenkriege oder Mafiakriege, mafiös strukturierte Kriege. Also es war ja so ein Wohn. Und jetzt kommt noch die Geschichte mit dem Prozess, bei dem der ausländische Vertreter nicht teilnehmen durften, weil sie sich rechtzeitig angemeldet haben. Naja klar, weil die Mails auch in eine 20-Minuten-Verschiebung beieinander verperrt worden sind. Also diese ganzen Fälle, das ist ein Albtraum für mich. Das ist wirklich ein Albtraum für mich, würde ich sagen. Also da wurden so viele Fehler gemacht. Das mal aufzudecken, auch in Form einer Fernsehserie, wenn uns das gelingt, wenn ich dafür mal einen Auftrag bekommen würde. Ich habe es schon eingereicht, weil ich es sehr gerne machen würde. Ich liebe dieses amerikanische Homeland, ich finde es eine der besten Serien, die es gibt. Und würde das auch, weil es eben so aktuell ist, würde das auch versuchen, in Deutschland zu machen. Das schon, ja. Aber wie viele Filme wir oder wie wir mit unseren Filmen helfen können, die Situation zu verbessern, die sich um den Holocaust drehen, weiß ich nicht. Man muss es immer wieder versuchen. Also man muss ja wirklich. Also das Medium-Film eignet sich ja unglaublich gut, um Menschen anzusprechen. Ich habe ja Wunderkinder gesehen, was mich einerseits sehr geärgert hat und andererseits sehr stolz gemacht hat, dass bei Movie 2K, bei illegalen Download-Zeiten, der Film extrem angeklickt, gedownloadet oder geschaut worden ist. Das heißt, es gab genügend junge Leute, die einfach kein Geld ausgeben wollten, ohne dass sie nicht hatten, aber trotzdem Interesse an dem Film hatten. Das ist wieder toll, ja. Also es gibt mir auch viel Hoffnung, dass hier viele Menschen sind, aber viel, die sich mit dem Thema oder auch mit diesem ganzen Gewaltthemen, antisemitischen, rassistischen Themen auseinandersetzen wollen, aber vielleicht gar nicht das Geld haben, nicht die Möglichkeit, nicht die Gelegenheit. Wenn man in seinen kleinen Scheiben dafür kämpfen kann, die Situation ein Stück weit zu verbessern, dann ist es ja schon klasse. Also da geht man Engagement hin. Andererseits will man auch wieder Geld verdienen und macht dann eben auch andere Sachen wie jetzt. Also wird das nicht mehr weitergedreht, aber jetzt ist so eine aktuelle Produktion, die im Mai dann zu sehen sein wird, das ist natürlich wieder ganz was anderes. Man muss im Prinzip immer weiter zweigleisig machen. Sonst werde ich die Firma irgendwann nicht retten können. Es gibt nur noch so wenig unabhängige Produzenten in Deutschland. Die meisten sind Töchter von öffentlich-rechtlichen Sendern, also von einer ARD oder von ZDF. Oder gehören Konzernen an, wie die Teamworks zur Oper oder die Konstantin-Filme. Also da muss man schon bestimmte Konzepte oder viele Konzepte verfolgen, um sich auch wirklich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren begeben zu können, ja, und die Firma retten zu können. Oder halten, ja, genau. Das ist ganz wichtig. Und da haben wir jetzt für mich eines der wagemutigsten Projekte gemacht, die man machen konnte. Wir haben uns gesagt, das Desperate Housewives, okay, ich habe es geliebt, es ist super gelaufen, aber warum gibt es eigentlich gar keine Desperate Housewives? Und ich habe mich mit Joel Friedman, damals in Nackern, also von Nackern und Stefan, der auch, also wir sind Freunde privat, aber hat auch in meinem Film schon mitgespielt, ein wunderkleiner Nazi, also er war früher Nackern, er war Nazi. Und jetzt hatten wir uns letztes Jahr getroffen
Amerika das nicht gestattet wurde. Und ich glaube, HBO oder Disney haben irgendwann allein gesagt, wer jetzt die Rechte hält. Und daraufhin gab es über 300 Titelvorschläge und gewonnen hat dann, nachdem wir hier alle demokratisch gefragt haben, Mission Houseman. Sehr lustig, Houseman, ein Wort, das Menschen gar nicht glauben, sonst ist gar nicht aufgefallen, hat dann irgendjemand von einem Video gesagt. Und da habe ich jetzt mal wirklich das verwirklichen können mit John zusammen, was wir in einem Fernsehen in der deutschen Nähe machen dürfen. Also erstmal bin ich, glaube ich, jetzt schon mal 2 Jahrzehnte über die Zielgruppe hinausgeschossen. wir haben ohne uns redaktionell von irgendjemandem einschränken zu lassen, das verlange ich auch jetzt wirklich mal bei Video und ProSiebenSat.1 als die Teilnehmer uns da machen lassen, das Buch so schreiben oder die 6 Bücher so schreiben dürfen, ja, wie John es wollte und wie ich es sensationell fand, es kam mein Humor, politisch unkorrekt, sexistisch, frauenfeindlich, aber es ist eine Sitcom, es ist eine Sitcom, es ist etwas Lustiges. Wir wollen keinen Pulitzerpreisler mitgewinnen oder keinen Oscar oder keinen Golden Globe oder keinen Emmy. Es ist etwas, was wir uns von der Seele schreiben und was unser Humor ist. Der John hat es sensationell gemacht. Wir sind für 2 Wochen mit dem Dreh fertig geworden. Wir haben gesagt, wir machen keine Web-Sitcom ohne die größten YouTube-Stars, die es gibt. Die empfehle ich von meinen Söhnen. Ich kannte die nicht, mittlerweile kenne ich sie. Mittlerweile träume ich noch von denen, weil ich sie in den Videos gucken musste. Das waren also Simon Desio und Alberto, das sind wirklich die YouTube-Stars schlechthin. Und wir haben 2 hervorragende Schauspieler gemacht, nämlich John Friedman, der das geschrieben hat, und Roman Roth, der bei uns im preisgekrönten Holocaust-Frau der letzte Zugnahmetolle gespielt hat, der einzige von den 4 ausgebildeten Schauspielern, der so sensationell gespielt hat. Ich denke, meine Namensmutterin, meine Schwarze, wird mir den Kopf abhacken dafür. Aber es ist mir egal, weil wir, das hasse ich auch, diesen Ernst hier. Also ich hasse humorfreie Menschen. Und wir reden hier von einer Sitcom. Das ist ein drastisch überzogenes Format, in dem gelacht werden darf. Und ja, ich bin gespannt, was angenommen wird. Weil jetzt habe ich Lust dafür. Zeig doch mal das schnell hier in die Kamera. Hier. Mission Houseman. Genau. Neue Sitcom von CCC-Film. Genau, Zusammenarbeit mit, oh ja, wir hatten Co-Produzenten im MZ-Film. Michael Zechbauer und Zielimpuls. Aber ganz wichtig war, ich schwöre es Ihnen. Wenn man das einer Redaktion im Fernsehen gezeigt hat, hätte, oder der Sender, so wie wir es gemacht haben, dann hätte man 82 Mal die Sache weggepiept. Wie man einfach, als wir das dritte Wort das V-Wort, das vierte das F-Wort. aber es ist einfach so, wie die Generation meiner Söhne, vielleicht leider, vielleicht auch nicht leider, auch redet. Und das haben wir thematisiert. Ich finde, das ist uns grandios gelungen. Also ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe es schon gesehen und ich liebe es. Ich bin echt gespannt, wie der das machen jetzt. Also der Trailer, ohne viel Werbung, wird schon mal gut angenommen. Ein Muster, der auch nicht gerade. Ja. Ja. Dann hätten wir auch, ist das aktuellste Projekt von Sie? Das aktuellste, was ausgestrahlt wird. Und dann haben wir noch eins, da liegen wir jetzt in den Filmförderungseinreichungen, sind bei der Filmförderung. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, dem, wie gesagt, diese Kombination aus Holocaust-Überlinger und dem SMT des Rosenkranken auch nicht ernst, aber tragikomisch geschrieben. Ganz toll geschrieben von Thorsten Beck, das ist ein Grimme-Preis-Autor, das heißt Flocosa Hobbs geschrieben. Und das ist ein Kinofilm, den wir am 11. November anfangen wollen zu drehen. Und der Regie von Uwe Jansson, der hat den Minister gemacht, zuletzt ein guter Film. Das liegt mir sehr am Herzen, aber Kino dauert halt in der Entwicklung immer unheimlich lange. Also an dem Projekt arbeiten wir auch schon 1,5 Jahre, fast 2. Und auch da wieder gravierende Probleme mit meinem Vater, der die Grundidee hatte. Denn er hat mal einen Film in den 80er Jahren gemacht, zu Freiwild verdammt, in dem viel von der Überlebensgeschichte meiner Mutter enthalten war. Und am Ende sieht man nur 13-jähriges das Mädchen mit einem Fluss, ein jüdisches Mädchen, wegfahren auf einem See und man erfährt einfach nur, dass sie überlebt hat, aber nicht, was aus ihr geworden ist. Und wir erzählen die Geschichte dieses Mädchens heute weiter. Das ist eine über 80-jährige Frau, die überlebt, Hannah Alexander Böhner hat die Hauptrolle. Maxine spielt die 29-Jährige, die begegnen sich zufällig beide, sehen überhaupt keinen Sinn mehr im Leben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und durch ihre Beziehung, die sie zueinander aufbauen, durch die Gespräche, die sie miteinander haben, geben sie sich beide wieder Sinn im Leben. Sehr schöne Geschichte, aber auch wirklich sehr lustig. Ich glaube, dass man noch nie so selbstironisch mit dem Thema Jugendlichen umgehen kann. Und das macht das Besondere aus. ZDF ist Co-Produzent und wenn man Verleih und Weltkraft gibt, ich glaube, es kann ein sehr, sehr schöner Film werden, wenn ich denn die Schlussfinanzierung
sehr optimistisch und sehr guter Dinge. Also das ist schon sehr konkret und dann wünsche ich mir dieses deutsche Moment, das heißt bei uns der Anschlag machen zu können. Also wenn mir die ARD dazu die Chance geben würde, wäre ich sehr glücklich, weil mit dem Max Obrusmüller, mit dem wir Wunderdinger gemacht haben, mit dem verstehe ich auch, dass er ein toller Regisseur, wirklich ein toller Regisseur, denkt sehr tief und sehr weit und es ist, man kommt sehr gut mit ihm aus und es gibt nichts, was ich mehr aus der Tasse als Streit. Oder auch Hierarchien, also dass der Regisseur mit dem Kampf behandelt wie Leibeigene. Das gibt es bei mir überhaupt nicht. Beim Vater gab es immer Streit am Set, das hat mich immer total irritiert und auch abgestoßen. Es gab immer Streit, immer. Und ich versuche einfach genau gegenteilig zu sagen, ich mag das überhaupt nicht. Natürlich gibt es immer irgendwelche Missstände, nicht nur Missstände, diese Konfrontation. Der Regisseur möchte da und da mehr Geld ausgeben, weil er die und die Szene besser machen will oder anders machen will. Und es geht aber nicht, es geht sich nicht darum, man muss sich einfach versuchen, in der Mitte zu treffen. Man muss versuchen, Kompromisse einzugehen. Das ist mir unheimlich wichtig. Und mit dem möchte ich ganz deutsche Moment machen. Aber jetzt warte ich jetzt mal, am 8. Mai haben wir die Premiere in Berlin mit Mission Ausweilen und bin erstmal gespannt, wie da die Reaktion sein wird, wobei ich richte mich schon seelisch auf den Shitstorm von feministischen Gruppen und weiß ich nicht, verzweifelten Ehefrauen oder Hausfrauen ein, aber das wird sehen. Aber sind denn diese Männer auch, wie der Titel sagt, Hausmänner, also arbeiten die im Haushalt? Alle vier. Ja, warum sollten dann die Feministinnen was dagegen haben? Weil der eine macht es freiwillig, die anderen drei machen es gezwungenermaßen und alle vier oder drei von denen reden über nichts anderes als über Frauen. Also nicht ohne irgendwie von Typen, sondern in die horizontale Bewegung. Ja, ja, klar. und das ist, na, so wie wahrscheinlich Männer untereinander reden. Also, aber es ist sehr süß. Also, es gibt eine Folge, die nennt sich Spieleabend und da pokern die. Und die pokern dann nicht um Geld, sondern um 2 Wochen saugen, 3 Wochen Windel wechseln, 4 Wochen Geschirr spülen. und das ist sehr, sehr süß gemacht. Also, und die pokern auch nicht mit normalen Pokerkarten, sondern die Pokerspiele mit frischen Kröten und so weiter, dass irgendwie ein Sohn hingelassen hat, ja. es ist wirklich sehr, es sind sehr viele sehr süße Sachen drin und der eine hat keinen Führerschein und die anderen wollen ihm das beibringen. Und es gibt nur 2 Locations, in denen das spielt, einmal die Küche und einmal die Garage. Und dann malen sie halt eine Kreuzung auf und zeigen ihm das mit Bobbycars. Also das sind 2 Meter mit einem Bobbycars. Und das ist so süß geworden. Es ist wirklich schön. Und, wir haben auch versucht, so einen amerikanischen Touch reinzubringen. Die Turner Half Man, das wird auch künstliche Lache geben, das eingebaute. Und es ist, aber es ist eben auch, es ist einfach so, wie heute Leute sprechen. Also es ist einfach so, dass jedes vierte Wort oder jedes sechste Wort ist, die habe ich gebügelt, die will ich bügeln und die werde ich bügeln. Und deshalb sage ich, werden wir weggepiept. Aber ich kann nicht lügen, es ist ja so. Ich habe 2 Brüder. Ja. okay, dann brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Es ist sicher auch 2 Brüder, ja. Ich meine, und 2 Söhne in dem Alter. Ich meine, das ist einfach so. Und es stimmt mich überhaupt nicht, weil ich rede so nicht, aber ich liebe den Humor gar nicht in diesen Wörtern, sondern da sind viele lustige Sachen drin. Und Alberto, das ist der eine YouTuber, der ist auch Deutschlands Beatbox-Weltmeister, nicht Weltmeister, Deutschlands Beatbox-Meister, und der bringt auch ganz viel von diesen Beatboxen ein. Da sind wirklich auch künstlerische Elemente drin, die sind toll, die gab es bis jetzt in Deutschland nicht. Und es hat sich noch niemand getraut, so etwas zu machen, weil ich habe es einem Fernsehsender angeboten, der hat gesagt, den habe ich gesehen, ich habe gar keine Chance mehr beim Fernsehen, ich biete das nicht mehr an. Und ProSieben ist ein einziges Tal, das mein Video hat uns echt die Freiheit gelassen, das muss ich nochmal betonen und mich auch dafür bedanken, es so zu machen, wie wir wollen. Für die zählt nur, wie viel Viewer kriegen die damit, ja? Und die sagen, also bei 50.000 das ist ein Erfolg, bei 100.000 wäre es schon großartig. Ich kann nur sagen, ein Trailer, der seit 2 Wochen auf mein Video steht, für den wir überhaupt noch keine Werbung gemacht haben, der hat schon jetzt 20.000 Views. Und ich glaube, wenn Alberto und Simon auf Facebook Werbung machen, dann schnellt es ihm echt in die Höhe, aber es geht nicht mehr. Und dann kann ich nur hoffen, dass wir eine 2., 3. oder 4. Staffel machen, weil mir fehlt es in Deutschland diese Leichtigkeit oder eben nicht so gestellten Lustigformate zu machen, sondern wirklich mal eine richtig gute Sitcom. Alle How Met Your Mother, alle Türen haben, weil ich mich damit, also wir uns haben nicht vergleichen, wir haben weder das Budget noch ein Charlie Sheen. Aber wir gehen in die Richtung. Ja, wir gehen in die Richtung und das war mir wichtig zu sagen, hey, das kann auch aus Deutschland kommen. Warum soll das bitte nur aus Amerika kommen? Also wie gesagt, für mich anmaßen, mich damit zu vergleichen, aber wir wollten
Aber wir werden schon also für viel Aufmerksamkeit sorgen. Und ich denke sowieso, dass die Generation meiner Söhne, also 14, 15, 16, sehe ich nur bei uns zu Hause kein Fernsehen mehr gucken, sondern die Sachen im Netz gucken. Und ich hoffe, das ist ein weiterer neuer Bereich, den wir angehen werden. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind in Deutschland die Erste, die derart professionell ausschließlich ein Sitcom fürs Internet produzieren. Also nicht irgendwas zu Hause selbst gemacht ist, sondern wirklich ein Production Value wie Fernsehsendung. Also ja, ich glaube aber fast. Wir könnten auch wieder mit dem Fernsehen aufnehmen, mit HD-Kameras gedreht, mit hervorragenden Kameraleuten. Hier war ein Team von 30 Mann. Und ja, also ich denke, ich liebe es sehr, egal wie es jetzt ausgeht und wie erfolgreich oder nicht erfolgreich es sein wird. Ich kann mich damit super identifizieren. Meine Söhne haben sich krank gedacht, als sie den Ausschnitt gesehen haben. Und ich rechne damit, andererseits bei 100 Kilo, wo wir einen Preis nach dem anderen gewinnen, dass ich dafür viel Schelte ernten werde. Aber auch da muss man mitgehen können. Ich freue mich drauf. Meine Damen. Freunde von mir haben schon gesagt, wie kannst du Two and a Half Men gucken? Und ich fand immer, das hat so einen schwarzen Humor, das geht. Das nehme ich gar nicht persönlich als Frau, als Person oder als Figur, sondern das ist für mich so, es hat so viel schwarzen Humor, das ist schon einfach so frauenfreundlich. Auch durch diese Bertha, die dann halt so diese. Die ist einfach Wahnsinn. Ja, gut, die haben wir leider nicht, weil ja bei uns, das ist wie George Cukor für Frauen, wir können sie kennen, diese schwarz-weiß, mit denen liebe ich über alles. Es geht nur um Männer, aber man sieht nur Frauen, man sieht keinen einzigen Mann. Und bei uns geht es nur um Frauen, aber man sieht keine einzige Frau. Das heißt, da gibt es leider keine Bertha, die ich auch über alles liebe. Mhm. Aber da gibt es zumindest einen der vier, der die Frau verteidigt und in Ehre und in Würde hält. Also, es gibt es bei uns auch nochmal. Ich möchte gar nicht ernst genommen werden mit dem Format. Es ist. Es ist pure Unterhaltung auf einem mit Sicherheit nicht so flachen Niveau, wie man es von manchen deutschen Comedians kennt. Das Niveau ist mit Sicherheit höher, das muss ich schon sagen. Auch wenn es nicht vergleichbar ist mit dem Film, den ich bisher sonst gemacht habe. Man muss auch Neues probieren. Ja. So, wollte ich Sie noch fragen, wie Sie die heutige Filmlandschaft sehen? Sie haben schon viel gesagt, wegen dass Sie jetzt zum ersten Mal eine Online-Serie machen und nicht mehr beim Fernsehen unbedingt. Formate machen möchten. Wie sehen Sie die heutige Fernsehlandschaft und wie sehen Sie auch die Landschaft für Schauspieler, die Charaktere, die dann vor die Kamera kommen? Wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, dass Sie ja zwei YouTube-Stars jetzt reingenommen haben. Ja, yeah. Also fangen wir mit dem Schauspieler an. Für Schauspieler und Schauspielerinnen sehe ich die Situation wirklich dramatisch. Das muss ich sagen. Also, jeder will es werden, jeder denkt, da kann es einfach werden. Es gibt in Deutschland, glaube ich, 20.000 in Agenturen gemeldete Schauspieler, die sind jetzt dann bis bei 100.000, weil die das werden möchte. Es gibt aber nur zwischen 3.000 bis 4.000 Rollen maximal, die im Jahr vergeben werden. Und davon sind schon ganz viele Formate, die eh schon besetzt sind, also Serien in einer Freundschaft und so weiter, die es seit Jahren gibt, vielleicht einmal mal ausgetauscht oder mal Gast geworden sind, sonst bleibt der Cast gleich. Das heißt, Schauspieler sind dramatisch. Und wer sich nicht wirklich extrem dazu berufen fühlt und dann einer der nicht privaten Schauspielschulen angenommen für den wird es wirklich schwer. Abgesehen davon, dass das deutsche Fernsehen ja immer mehr Castingformate, seit Jahren immer mehr Castingformate ausstrahlt, die natürlich seine Plätze für Filme kosten. Muss man klar sagen. Ja. Ich meine, Voice of Germany ist ein tolles Format, aber es kostet uns Produzenten, uns fiktionale Produzenten, das sind Plätze für Filme und eben für Schauspieler. Muss man klar sagen. Es gibt Kochsendungen, es gibt Talksendungen, Castingsendungen, Bauhaus- und Frau-Sendungen, die man ja alle sehr unterhalten sein, also sie kosten alle Schauspieler und Schauspielerinnen ihren Job. Ja, das ist ein echtes Problem. Also ich würde keinem mehr raten, heute Schauspieler oder nur ausschließlich Schauspieler zu werden. Ich würde immer einen Job als zweites Standbein wählen. Ich würde auch niemanden mehr raten, Produzent zu werden. Producer vielleicht in irgendeinem der großen Unternehmen, aber als unabhängiger Produzent alleine heute hat man nicht echt keine Chance mehr. Also wie man Firmen finanziert, ist wahnsinnig schwierig. Und dann kommt hinzu, dass wir alle abhängig sind für Produzenten von den Sendern. Es gibt dann nur fünf große, die Aufträge vergeben können. ARD, ZDF, RTL, ProSieben und Z1. Und zur ProSieben-Z1-Gruppe gehört ja dann auch noch Kabel 1 und N24 und so weiter. Aber im Prinzip gibt es nur die fünf. Und die vergeben ja, maximal zusammen, wenn überhaupt 200 Filmaufträge im Jahr. Ja, wir sind aber, glaube ich, 4.000% in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Zahl ist, aber wie soll das funktionieren?
wie soll das funktionieren? Und dazu kommt, dass die Fernsehsender, also ARD und ZDF, alle aus der 1, sie haben ja alle Töchterunternehmen. Ascania Media, Bavaria Media, Colonia Media, ZDF, die Network Movie, die müssen sehr bestimmen, was ich absolut nicht richtig und nicht gut finde. Denn letztendlich sind die Gebührengelder dazu da, ja auch die deutsche Filmwirtschaft anzukurbeln, und zwar breit gefächert. Also es wurde behauptet, ich habe 50% aller Aufträge im Filmgeschäft gehen an die Töchterunternehmen, und das habe ich für unsere unabhängigen Produzenten ein Todesurteil. Also ist eine sehr schwierige Situation. Wenn ich nicht leidenschaftlich dabei wäre und schon gar nicht diese komfortable Ausgangssituation hätte, auch noch Lizenzfilme verkaufen zu können, würde ich das nie im Leben machen. Also da würde ich sofort in den Journalismus gehen. Aber es scheint Amerika nicht anders zu sein. Ich habe in den letzten, also jetzt gerade gestern und aber auch vor einem halben Jahr Interviews gelesen, einmal mit Francis Ford Coppola, mein Hero, also der Part ist für mich einer der größten Filme, die es gibt. Und gestern Steven Soderbergh, ich meine, der hat nicht nur Sex, Liebe und Video gemacht und die drei Oceans-Geschichten, der hat auch Traffic gemacht, ich weiß nicht, wie viele noch gute Filme. Alles sollte sich jetzt aus dem Filmgeschäft zurückziehen. Also Francis Ford Coppola ist ja schon lange Weinbauer. Ja, weil man einfach irgendwann enttäuscht wird, man macht und man macht und man macht. Und wenn man dann zwei Volksplanet hat, ist man gleich abgesagt. Ist man nicht mehr angesagt, es kommen andere, es kommen jüngere, es kommen vermeintlich bessere. Und ja, das ist ein unglaublich undankbares und schnelllebiges Geschäft. Und dass da auch viele ganz, ganz große aufgeben, das kann ich total verstehen. Also man ist wirklich oft genug frustriert über Absagen, Schwierigkeiten, Steine, die in den Weg gestellt werden. Da muss man schon ein sehr optimistischer Mensch sein, also ich bin ein sehr positiv denkender Mensch und eine Kämpfernatur. Sonst hat man überhaupt keine Chance. Also wer heute Schauspieler, Produzent oder Regisseur werden will, ich meine, in den Hochschulen werden jedes Jahr, ich weiß nicht, wie viele Monate entlassen, also entlassen sozusagen in die freie Welt, in die freie Wirtschaft entlassen, weil sie einen Abschluss gemacht haben, der kann meines Erachtens ist nur schauen, wenn er in einem der großen Konzerne unterkommt oder sich mit mehreren zusammen schließt und eine Firma gründet, wo jeder bestimmten Teil an Eigenkapital reinbringt. Oder Schauspieler, die wirklich von öffentlichen Schauspielschulen angenommen werden. Ich glaube, es ist immer wichtiger, als Schauspieler eine Top-Ausbildung zu haben. Weil natürlich auch die Gefahr besteht, dass immer mehr von diesen YouTube-Jungs, die bestimmte Talente haben, die keine Chance haben, an eine Schauspielschule zu gehen, auch nochmal Schauspieler wirklich vieles an Rollen wegnehmen, was die sonst hätten ausfüllen können. Also ich muss wirklich sagen, habe jetzt mit zwei YouTube-Stars gedreht, von denen ich wusste, dass sie so Talent haben für ihre Zuhause-Videos, da ja selbst gemacht gebastelten, aber dass sie sehr professionell arbeiten können, dass die nicht einmal zu spät zum Set gekommen sind, dass sie ihren Text hervorragend, wirklich hervorragend kannten und alles angenommen haben, was der Regisseur gesagt hat, das zeigt, dass da auch große Talente zu finden sind, die gar keine Chance hatten bei einer Schauspielschule, weil sie nicht so sozialisiert worden sind, dass sie optimal versucht hätten und trotzdem sich selber hochgebracht haben. Ich meine, die haben viel Geld verdient jeden Monat, damit die Serie YouTube-Videos hochgeladen haben und auch wirklich so professionell sind, dass sie wissen, als Schauspieler, wenn sie Schauspieler werden wollen, müssen sie einiges mehr bieten als bei ihren Zuhause-Videos und sie können es auch, sie haben es auch geschafft. Das heißt also wirklich, ich kriege so viele Anfragen per E-Mail geschickt, irgendwelche Bewerbungsunterlagen, Fotos und so weiter. Ja, und dann teilweise auch wirklich Frauen in Mini-Rippen und so, dass ich verstehe, dass eine Frau mir das schickt, aber gut. Ich würde sagen, das ist nicht mehr der Weg. Das ist nicht mehr der Weg. Entweder der Weg führt euch wirklich über die Berufung Schauspielerei, dann wollt ihr auch Theater spielen und nicht einfach nur berühmt werden. Dann ist es wirklich eine Berufung, die ihr spielt. Ja, wie eine Schauspielerin wie die Birgit Minichmeier oder so, das sind ganz, ganz große Künstler, Martina Gedeck, oder das sind wirklich Künstler, ganz große Künstlerin, aber nicht irgendwie jemand, der einfach nur eine Serie mitspielen will, um berühmt zu werden. Also das ist das absolut der falsche Weg. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz falsche Einstellung, die viele Jüngere haben, die vielleicht vermittelt wird, die sich auch selber aneignen wollen. Ich möchte heute nur noch reich und berühmt werden. Schauspieler, nicht, das ist ein Knochenjob, das hat nichts mit reich und berühmt zu tun. Das ist entweder spürt man es leidenschaftlich, aber das ist halt genau so ein Produzent, also diese typisch klassische, diese Klischee bei amerikanischen Produzenten mit Zigarren im Mund und den Faktor aus Reus oder so, das ist Quatsch. Also da gibt es noch ein paar wenige von, ansonsten ist es wirklich ein Knochenjob. Echt hart.
sollte man wirklich nur machen kann, wenn man mit Leib und Seele dieses Filmgeschäft liebt. Wenn man, also wirklich selbstbewusst genug ist und auch innerlich so gefestigt, dass man viele, viele Tiefschläge einstecken kann, um daran vorne zu gehen. Und dass man auch mal wieder aufstehen kann. Ansonsten muss ich sagen, es hört sich sehr pessimistisch an, aber ich habe es auch in den letzten Jahren erlebt. Ansonsten muss ich sagen, es ist wirklich schwer. Aber wie gesagt, also auf der anderen Seite bin ich wieder optimistisch, weil ich glaube, wenn man die nötige Energie aufgibt und nicht aufgibt, auch wenn man ein paar Jahre durchgestanden hat, dann kann man alles schaffen, was man will. Ja? Aber viele gehen einfach falsch an den Beruf ran. Das ist dieses, ich will unbedingt berühmt werden, ich will Star sein, ich will bewundert werden. Das ist ganz falsch, eine ganz falsche Herangehensweise. Also sowohl von Schauspielern und Schauspielerinnen, als auch von Produzenten und Produzenten, als auch von Regisseuren, also von allen, die mit dem Business zu tun haben. Entweder liebe ich es, weil ich diese Sachen sehr liebe und das mit Leidenschaft verfolge, oder man wird, schätze ich, relativ schnell scheitern. Ich habe noch eine letzte Frage. Sie sind ja ursprünglich Journalistin und Sie erforschen ja so gerne und ich wollte Sie fragen, was Ihr Lieblingsbuch ist. Und es ist echt schwer, also, weil es hat mit verschiedenen, also mit verschiedenen Generationen zu tun. Ja, als ich 16 war, war es die Data von Hermann Hesse. Ja, später habe ich wirklich gerne mich unterhalten gefühlt von Harold Robbins Roman, sehr lustig. Dann gab es Bücher wie Mein Herz weiß von Javier Marias, also die mich beeindruckt haben, sehr beeindruckt haben. Und ganz letzter Zeit habe ich mich sehr amüsiert über den 100-Jährigen, der aus dem Fenster sprang und verschwand. Ich habe mich sehr amüsiert. Aber, also, Lieblingsbuch ist ein ganz, ganz kurzes, knapp über 50 Seiten. Ist ein ganz großer Klassiker geworden, heißt Adressat Unbekannt. Und es geht nur um eine Brieffreundschaft. Und in dieser Brieffreundschaft erfährt man die ganze Strecke des Zweiten Weltkriegs. Nur über die Briefe. Und Adressat Unbekannt ist wirklich einer der, also der tollsten Bücher, die es gibt. Aber ich habe so viel gelesen. Also ich würde wahrscheinlich jetzt sagen, warum hast du das und das für mich jetzt wahrscheinlich egal gehabt, aber warum hast du das und das nicht gesagt und das und das nicht gesagt. Es gibt Trivialliteratur, die ich sehr gerne gelesen habe, ein bisschen sehr schön, Glücksspür und sowas, aber es gibt eben auch ganz große Schriftsteller wie Javier Marias, das weiß ich, lesen, Sterblich Verliebten, ganz, ganz, ganz große Literatur, oder Jeffrey Eugenides Middlesex. Also, es ist wie mit Filmen. Es ist schwer zu sagen, was mein Lieblingsbuch ist, obwohl alles da drin bekannt ist, schon ganz, ganz weit vorne. Und beim Film ist es noch viel schwerer, aber ich liebe das Buch sogar als den Film. Und zwar ist von Julia Roderick-Lo, wie heißt der Titel des Films mit John Malkovich, Uma Thurman, Glenn Close. Was ist der Titel jetzt gerade? Ich weiß es ja, das ist der Titel, weiß ich nicht immer. Und zwar spielt es im Intrigen Paris des 18. Jahrhunderts. Quatsch, noch viel früher, glaube ich, das 16. Jahrhundert. Und dass ich mein Titel von meinem Lieblingsfilm nicht mehr weiß. Ich muss schon mal nachdenken, das ist ja ein Selbstskandal, weil ich so viele Sachen im Kopf habe. Auf jeden Fall ist es sehr schwer beim Buch und beim Film zu sagen, was ist dein Lieblingsfilm, weil es immer mit der Lebensphase zu tun hat. Wenn ich heute die Daten lese, dann fasziniert mich zwar einiges, aber dann könnte ich nie sagen, oh Gott, das ist mein Lieblingsbuch. Könnte ich nicht machen. Wenn ich heute Harold Rowan sowas in der Stelle lese, kann ich mich natürlich lachen über mich selbst, aber damals habe ich mich geliebt, die habe ich echt unterhalten. Ja? Wenn ich heute große Klassiker lese von großen Schriftstellern, Jonathan Franzen zum Beispiel auch, Korrekturen, ja? dann gefallen mir die Leute eben sehr, sehr gut. Das hängt wirklich immer mit der Lebensphase zusammen, mit einer Stimmung, in der man sich befindet. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe schon 4000 Bücher gelesen. Ich weiß, es ist wirklich schwer zu sagen, was am besten ist und was nicht. Warum finde ich jetzt nicht den Filmtitel? Mir fällt ja auch nicht ein. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz schwer. Das ist gerade völlig fertig. Ich denke nochmal nach. Sie können wir uns ja gerade schreiben. Also, boah, das ist schrecklich. Das ist ja gerade, das ist ja ein Albtraum. Nein, ich muss jetzt nochmal fragen. Das ist ja
wahrscheinlich auch nicht sofort auswendig wissen. Mein absoluter Lieblingsfilm, ich habe meinen Titel verloren. Glenn Close, John Malkovich, Uma Thurman. Und der Schriftsteller ist schon der Loup de la Clos. John Malkovich und Uma Thurman. Mein Gott, ganz genau. Oh, das ist einer der besten Filme, die es gibt. Das gibt es doch gar nicht. Wurde auch zweimal verfilmt. Michelle Pfeiffer hat noch eine Hauptrolle gespielt. Ich bleibe am Telefon. Chaudero de la Clos heißt der Schriftsteller. Ja, du musst schon, wenn du den Cast eingibst, musst du schon sofort kommen. Das kann ja nicht wahr sein, oder? Das macht mich jetzt völlig krank. Hast du nicht? Aber du musst auch den Film auch kennen, dieser. Dann gehen wir bei Michelle Pfeiffer auf die Filme. Wikipedia und die Filmliste. Nein. Ja. Nein. Ja, danke. Das war's. Tschüss, gefährliches Geschäft. Mein Gott, wie kann man sowas verfehlen? Wie kann man sowas verfehlen? Ja. Und das ist nicht, das ist, weil das alles zeigt, was Menschen an Bösen in sich haben. Ja, es ist eine Trieb und auch eine Rolle von Michelle Pfeiffer. Aber das ist so ein subtiler und so ein toller Film, wahnsinnig gut umgesetzt. Ja, das Buch ist auch schon sehr, sehr spannend, da wird es wirklich umgesetzt und dann erinnere ich mich auch an Amadeus, das war auch ganz großer Film. Gott, in einer Film sowas Gutsmiss, ja, und Citizen Kane, also es ist so spannend. Bei der Summe an Filmen und Büchern, die es gibt. Was ist Ihr Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist Desiree von Anne-Marie Selinko. Ah, das habe ich gerade gelesen. Ach, meine Karina ist auch so toll. Ja, und Madame Bovary, ey, ganz groß. Da gibt es so viel. Und Lieblingsfilm? Oh, lange Zeit war das Indochina. Super. Und unterdessen, also es ist nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme. Unterdessen, ui, das ist so schwer. Das ist schwer, ne? Es gibt so wirklich schwer. Viele schöne Filme. Ja, ja, wirklich gute Filme. Und in der Liste der, weiß nicht, 100 tollste oder so, da steht was für diesen Camp, finde ich auch ganz toll, aber das ist jetzt nicht unbedingt der allerbeste, aber da gibt es dann, klar, der Pate war ich ein totaler Freak am Paten, also Friends for Pop oder so, Nino. Aber es gibt auch Ben Hur, die CPU, diese riesen Schinken, aber die auch teilweise ganz toll von der FAB. So viele tolle Filme, wo es ganz schwierig ist. Spieler ist von Tod, genau. Sensationell, es war mal in Amerika. Es gibt wirklich viele, aber wenn ich jetzt aus heutiger Sicht sagen müsste, muss ich wirklich sagen, bin ich totaler Homeland-Freak. Also etwas Besseres als Homeland. Ich habe jetzt die ganze amerikanische Serie gesehen, jetzt in Wolfgang ein Pass of Trauma. Jetzt muss ich sie Prison Break, muss ich mir viel sagen, aber Homeland ist für mich ganz tolles auf Breaking Bad. Diese Chemie, also diese Chemie daran. Und was das amerikanische Fernsehen heute leistet und heute bringt, das ist unvergleichlich. Unfassbar toll. Wirklich, also bin ich auch gerne in den Körper, das ja, die waren ganz andere Budgets. Danke. Also, das war's von mir. Also, das ist schwer zu sagen. Aber das hat unbekannt zu mir echt noch lesen. Also, das ist, die Kamera aus kann man sein würde. Aber das ist wirklich ganz toll. Wahnsinnig beeindruckend. Ja, danke für das Interview. Bitte. Also, das ist der österreichische Oscar und es nennt sich Romy. Und die gute Frau Brauner ist sehr, sehr stolz darauf, weil sie nämlich beste Produzentin ist. Ja, also Wunderkinder hat ja irgendwie schon 14 Preise gewonnen. Das ist ein Preis, das ist ein Preis. Ich habe mich gestritten mit dem Regisseur, weil bei dem steht die Hälfte der Preise über die andere.